Liebe SCB-Fan, ein ganz kleines bisschen ist es mir peinlich heute, weil ich weiss noch, Anfang Saison bin ich da unten auf dem Eis gestanden, habe gesagt, es wird zwar eine schwierige Saison für einen SCB, wir werden nicht alle Match gewinnen, aber wir können ja noch jeden dritten etwa so verlieren und sind immer noch unter den Top 2 oder den Top 3. Ja eben, es ist ein bisschen anders gekommen. Der SCB hat als erster Meister in der Geschichte des Schweizer Eishockey einen Playoff verpasst im Jahr darauf. Und alle Leute fragen sich, wie es dazu kommen können. Und ich frage das jetzt den CEO vom SCB, nämlich den Marc Lüthi. Wie hätte es passieren können? Ja, wenn das wüsste, wäre es nicht so weit gekommen. Es gibt sicher ganz, ganz viele verschiedene Gründe und die sind wir im Moment am analysieren. Aber definitiv können sagen oder definitiv überzeugt sein, dass wir wissen, was es hätte können sein. Das werden wir eh schon bei einem Monat. Ich für mich habe mir das auch ein bisschen überlegt, habe eigentlich drei Gründe gefunden. Ich stelle jetzt drei Thesen auf. Bin gespannt, was du dazu meinst. These 1. Der Antitörmann hat in der Saisonvorbereitung sehr auf Eigenverantwortung gesetzt, auf Professionalität der Spieler. Aber die Vorbereitungsspiele im August waren ja nicht so toll gewesen, oder? Und man hat dann gesagt, ja, ja, es kommt schon im Laufe der Zeit, ist es aber nicht gekommen. Kurz, der Trainer war es lieb, die Spieler vielleicht zu satt nach dem Meistertitel und reagiert hat man zu spät. Also das kommt schon, das ist mein Lieblingswort von dieser Saison. Also das habe ich zum persönlichen Unwort erklärt, das als Randbemerkung. Nein, die These die hat sicher etwas. Die These allein wäre aber wahrscheinlich nicht der Grund, dass es nicht funktioniert hat. Ich bin sehr überzeugt, dass es mehrere Gründe hat, die zusammengespielt haben. Und nachher ist es nicht gegangen. Aber ich bin gespannt auf These 2. These 2 heisst, die Mannschaft hat sich auch ein bisschen überschätzt. Also, mir ist im letzten Saison eigentlich sehr, sehr knapp. Viertes Finale gegen Servette überhaupt weitergekommen. Und damit ist man sich selber ein bisschen im Weg gestanden. Das Glück, das es zwar immer braucht in so einer Situation, und der Erfolg, haben darüber weggetäuscht, dass die Spieler vielleicht nicht besser geworden sind, aber sicher mal auch wieder ein bisschen älter. Ja, das glaube ich nicht. Also, die letzten zwei Sachen, ich glaube nicht, dass sie älter geworden und damit schlechter. Das wäre ja der Schluss daraus. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben einen 8-Zylinder-Motor oder vielleicht einen 6-Zylinder, das ist ja gleich. Motor gehabt, der einfach auf 4-Zylinder ist gelaufen. Ich glaube, es hat mit ganz wenigen Ausnahmen Plüsi und Tristan und sicher noch ein paar andere auch, wo, haben einfach die Leute ihr Leistungsvermögen nicht können abrufen. Warum das so ist, nimmt mich viel mehr Wunder, als dass sie es nicht haben können, zumindest im jetzigen Zeitpunkt. Und ich glaube, wenn wir es herbringen, dass der Motor wieder auf allen Zylindern läuft nächstes Jahr, schon ganz ohne Änderungen, ob ich schon überzeugt bin, dass es noch zwei, drei Änderungen braucht, können wir schon sehr viel mehr rausholen aus dem bestehenden Grip dieser Mannschaft, als wir das Jahr haben können. Aber das ist sicher eine von den Aufgaben, die Guy Boucher jetzt davor steht, herauszufinden, warum läuft der Motor nicht auf allen Zylindern und was kann man machen, dass man das wieder herbringt. Ich musste jetzt mehrmals lesen und hören, wir sind gar nicht so gut. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, wir haben schon ein paar alte Spieler, aber wenn man geschaut hat, Plüsi hat eine sensationelle Saison gespielt und der Büri hat auch eine super Saison gespielt. Also es hat nicht nur mit dem Alter zu tun. Ich glaube, es braucht jeder Mannschaft alles. Uns fehlt ein bisschen der Mittelbau. Aber es braucht alles und es braucht auch erfahrene, reife Spieler, die eine Mannschaft führen können. Aber auch dort haben eben nicht alle ihre Leistung können abrufen. Und der Grund von dem, eben diskutieren wir jetzt. Sie haben drei verschiedene Trainer gehabt, weil sie sagen, alles hochqualifizierte Top-Leute, also die kommen raus im Hockey, muss man nicht lernen. Aber auf der anderen Seite war keine Entwicklung in der Mannschaft. Also wenn ich die Matchberichte aus den Zeitungen vom September, Oktober anschaue, ist es immer noch das Gleiche, nachher im März drauf. Die fehlende Entwicklung, auf was ist die zurückzuführen? Ja, ich glaube, Wir haben am Anfang schlecht angefangen, bereits in der European Trophy, wo mir ein bisschen zu denken gegeben hat. Dann war aber ich noch einer von denen, es kommt dann schon. Und ich glaube, wir haben dann, durch das, dass wir immer ein bisschen mehr in eine Negativdreh reingekommen sind, plötzlich hat man Spiel, das man geführt hat, davon verlieren. Plötzlich sind Strafen gekommen zu Unzeiten und so weiter. Das hat sich dann auch einbürgern. Also wir haben sehr viele Matches nach dem gleichen System verloren. Und
die Trainer haben eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, die Mannschaft zu entwickeln, sondern jeder hat einfach noch das Beste rausholen. Ich muss sagen, ich mache eigentlich keinem einen Vorwurf. Es sind ganz, ganz unterschiedliche Philosophien, zumindest zwischen dem ersten und dem dritten. Und vielleicht haben wir mit der Philosophie vom ersten nicht alle können umgehen in dieser Mannschaft. Vielleicht, ja, das jetzt ein paar Mal gehört, vielleicht haben wir zu spät reagiert oder zu früh reagiert. Vielleicht hat man es einfach so laufen. Das ist genau das, was wir jetzt werden müssen anschauen müssen. Und ich bin sehr gespannt auf die Analyse, die vom Sport wird herkommen. Und da werden wir darüber reden. Dritte aber These. Wir müssen ja, das ist sie schon gewesen. Ah, okay. Die Frage ist einzig die. Hinterdrin ist mir auch immer gescheiter. Oder? Also, wenn ich die Lottozahlen kenne, kurz nachher, weiss ich, ob sie hat sollen nachkreuzen sollen. Man muss aber im entscheidenden Moment handeln. Das hast du jetzt immer müssen. Das SCB-Fan, das hat man in unserer Mail angesehen, eben viel aufmunternd, das wollen wir auch sagen, hat es auch solche gegeben, die sehr kritisch waren. Ja, auch mit dem leben wir, glaube ich, zeigt, dass sich ein Fan wirklich auch mit seinem Club identifiziert, wenn er nachher hässig ist. Dann wird, das ist ein menschliches Bedürfnis, immer nach Schuldigen gesucht, die sollte möglichst bestraft werden. Und einer von denen bist natürlich auch du. Ich lese hier, Marc Lüthi trägt als CEO Verantwortung für die Misere. Er mischt sich in sportliche Belange ein, obschon er kein Hockey-Experte ist. Darum wollen viele Topspieler nicht zum SCB kommen. So, und jetzt? Das ist keine These, das ist aus der Mail, die wir bekommen haben. Ja, das ist sicher ein Frust, der aufkommt. Ja, selbstverständlich mische ich mich in Hockey-Angelegenheiten ein. Das ist mein Job. Ich bin ja nicht nur verantwortlich für das Unternehmen und für den Sport, wenn es gut läuft, sondern auch, wenn es nicht gut läuft. Bei uns ist es so, dass der Trainer, eine Trainerentlassung, eine Traineranstellung ist in der Verantwortung des Verwaltungsrats. Und das muss so sein. Das ist eine der wichtigsten Funktionen, wenn nicht die wichtigste im Gesamtunternehmen. Und wir müssen darüber entscheiden. Somit muss man sich auch mit dem Trainer befassen. Einmischen in Sport, ja, das mache ich zwischendurch, das hat es gegeben. Insbesondere in den letzten zwei Jahren, wo der Anti stark war. Sehr viel aber auch in Rücksprache mit dem Anti. Und ich glaube aber nicht, dass ein Spieler nicht auf Bern kommt, wo er Angst hat vor mir. Ich glaube, das hat ganz, ganz einen Haufen Gründe, die in der letzten Zeit intensiv diskutiert wurden. Und gerade niemand hat ja nicht kommen wollen. Wir hatten einfach zweimal mit Top-Transfer wirklich Pech gehabt. Lötscher und Moser, wo der eine verletzt, der andere, der direkt in der NHL ist. Das ist eigentlich ein guter Transfer gewesen. Und insofern, selbstverständlich gibt es Absagen. Selbstverständlich will nicht jeder in dem Laden SCB arbeiten, wo halt alles wirklich hektischer ist. Es ist etwas anspruchsvoller, es ist, die Anforderungen sind etwas lauter formuliert und so weiter. Wir können nicht anfangs so sagen, ja, wir haben dann keine Chance. Sondern wir stehen dazu, wenn wir sind und wir wollen das sein. Und das zeigt ja, die Fans wollen das eigentlich auch, sonst wären sie nämlich nicht frustriert. Aber es ist mein Job, aber ich trage auch die Verantwortung. Ein anderer, der an die Kasse kommt, du hast es natürlich schon angedeutet, mit dem Transfer, ist der Sven Leuenberger. Auch er wird natürlich angegriffen. Das heisst, die Transfers waren nicht immer so toll gewesen. Du hast doch zu dem etwas gesagt. Das ist natürlich klar. Ausländerfrage, die sind auch eher durchschnittlich gewesen, höchstens. Ja, letztes Jahr hatten wir die besten Ausländer mit dem Ricci und den besten Verteidiger mit dem Roach. Und dieses Jahr ist jetzt der Ricci halt eine Saison einkassiert, die nicht gut war. Der Roach war sehr viel verletzt. Und ja, Sven hat der eine oder der andere Transfer vielleicht gemacht, wo man muss sagen, hat er den wirklich noch einmal gemacht im Nachhinein? Aber wenn man die Gesamtbilanz von Sven Leuenberger, das ist unser Job als Verwaltungsrat, anzuschauen, nämlich nicht von heute auf morgen, sondern über die Gesamttour, dann hat er mit Abstand den besten Leistungsausweis von allen Sportchefs in der Schweiz über die letzten fünf Jahre gesehen. Wir sind im Sport daheim. Wir haben jetzt vier Jahre Top-Erfolg gehabt und jetzt haben wir, wie soll ich das anständig sagen, eine super schlechte Saison eingezogen. Und das gibt es. Mit dem muss man halt einfach leben. Obschon man alles versucht, das zu verhindern, es kann es geben. Und bei uns hat es jetzt leider gegeben. Und jetzt müssen wir herstehen, das Beste daraus machen, die Lehre daraus ziehen und dann die notwendigen Änderungen machen, wenn es nötig ist. Aber ich bin nicht überzeugt, dass das immer gerade über den Kopf muss gehen. Was hat die ganze Geschichte für finanzielle Auswirkungen? Also wir wollen mal einwerfen, der SCB ist sehr stabil aufgestellt.
nicht zuletzt dank dir, weil wir hier mal ganz klar dank gesagt dem ganzen Team. Ja, danke, gut. Aber trotzdem, was heisst jetzt das? Wir haben jetzt noch 3 Heimspiele hier in dieser Klassierungsrunde, statt ganz viele Playoff-Matchen. Ja, kann man das beziffern? Ja, wir werden irgendwo einlaufen, so analog zu den vorigen Jahren, wo wir haben seit eigentlich fast 15 Jahren haben wir Verträge, die leistungsabhängig sind. Das heisst, wenn es super läuft, dann verdienen sie Prämien. Wenn es aber nicht gut läuft, dann gibt es einen Malus. Und die Spieler werden sich an diesem Misserfolg beteiligen. Kann man sagen, mit 15%. 15% weniger in diesen Spielen, die wir jetzt noch werden sehen. Was können wir erwarten? Es gibt 6 Matches. Der SCB kann gar nicht mehr absteigen. Nicht, dass wir von dem überhaupt reden wollen. Aber trotzdem, es sind an sich ziemlich bedeutungslose Spiele. Was haben wir noch zu erwarten in den letzten 6 Matches? Gut, der Guy hat gestern oder vorgestern hat eigentlich klar verkündet, morgen Freitag fängt die neue Saison an. Und ich gehe davon aus, dass man darauf herarbeiten wird, wie das nächste Jahr oder nächste Saison soll laufen. Auf der anderen Seite spielen wir eine Meisterschaft fertig, wo wir uns angemeldet haben, wo wir uns verpflichtet haben. Jetzt sind wir nicht in den Playoffs, jetzt sind wir in der Zwischenrunde, die der Club notabene selber bestimmt hat. Und es gilt für uns, die ernst zu nehmen. Es gilt für uns, den Zuschauerinnen und Zuschauern, die kommen, attraktives Hockey zu zeigen, weil verlieren kann man eigentlich nicht mehr. Man kann höchstens noch Werbung für einen Sport machen und ich hoffe wirklich, dass das passiert. Und Werbung, denke ich, auch für die nächste Saison natürlich auch. Also im Moment stehen wir noch so ein bisschen bei einem Scherbenhaufen. Wenn man Scherben zusammenräumt mit den Hängen, dann kann man sich ziemlich böse die Hänge verschneiden. Das ist die eine Möglichkeit. Es gibt aber auch die positive Formulierung, die heisst, Scherben bringen Glück. Und das wünschen wir dem SCB jetzt schon für die Saison 2014-15. Merci vielmals.